بوليس جيسن نفستيفال حفرت لومي ساعة سلسة دحر غطري تأتوابي لومم اتعب جرمن خال اي معال تخقبر تحاسي وزنبرة فستيفال ولك املاخي ابناي لومو علوقنا تقاريت لوم لومي ساعة سلسة دحر غطري بوقات اطرا كتما جيسن نخال اي معال تخقبر موزيك انياتات انا تدالو خلو عززت بوليس جرمن نابتا الدراش بمئتاو اتمدب كوكوارس كام زلو بمئزاز نتوم ناب مدرخ زديو موزيك انياتات كام زورد ومن نتوم اب الدراش زنبرو هزبي ببوليس بستسنية او توسات كاب الدراش او تيمو مالوم دقف تهقدف دما انداو قرم رمو بحرك انن فرحن تبتاتينو مالوم حدا كابتي زهب ومخنيات دماء تمالس تأثرو قلا أولات برغيد نحمدو بحق جرمن دحر عيسران 24 ساعتات كفت تحوط سلزغنو نتي كل عال زخل زي مرددا لعلا عموم كيكون زلوم سكفتا بمقلاتيوم علاما إيرتراوين من سيات دليت فتحي كوبرون أمبلتان تلهايتن دقفتن هكدف نممنزع زيكونا حبو علاما نايتوم هكدف لعلمتن قنزب نمئتاون نايت الان وقنن بوليتيكان مقسقواسن زو فروم فيستيفالات محبر السب عالم آقاليكا كم زخلفو نمقباريوم كم CNN زبلا مع كناتينا كي ترفازل على او نايجيسن فتسامة بشلل زحلف قداي كم زيكوون باقو تنتير لهم حانتي كابز عبيا غازيت اتات جرمن زخونت غازيت ابيلد نتي هكدف اب كتما جيسن استتخل دقس بديكتاتورا وسرعات استدالوه فيستيفال حفرت كتبل ار استهباتو طراي زيكونا باتي اب جيسن زقات امرسمي عسران كلتن ابالات بوليس قدات كم زوردم حابيرام ازد ما نمن تايو فيستيفال هكدف نحيال قطع ايرتراوين سدتنياتات دليت فتحي تنك ازخون زلون كم زبلة عنوات كي دقمك انتاي كقبر يقبعن زبلو قزفتي قدلات شفافي لكاخ حلف زي قبر كخونيوم يس يس زي سابورت ديكتاتور فيستيفال Fight with police with any people, but stop support dictators festival. We didn't like fight with, but we have not another chance. Why am I here? Why am I here? I'm from Eritrea. I'm not support this dictator, but don't support this dictator. Stop support Diktator! Meine beste Freundin gestorben im Krieg. Aber sie, meine ihre Mutter durfte nicht weinen. Weißt du was ist? Wir sind so in Eritrea, müssen wir diese Dings, wir möchten auch Freiheit mit Deutschland. Also weinen ist verboten, also sie ist traurig und sie darf nicht sagen, das passiert wegen Krieg. Wegen Krieg? Seit 2 Jahren war der Krieg, dürfen nicht weinen wegen Sohn, sie weiß nicht Bescheid. Und was macht sie? Warum macht sie hier tanzen?
Unsere Leute dürfen nicht weinen. Deutschland dürfte tanzen. Was ist das? Einfach sind die Eritreer, aber wenn jemand gegen Diktator etwas sagt, die sagen, ihr seid keine Eritreer. Die machen immer gegen uns, aber das stimmt nicht. In Eritrea gibt es nur eine Partei. Er heißt IPLF. Und diesen Support IPLF. Diesen Support IPLF. Hier sammeln Geld für den Diktator. Wir stoppen das. Diesen gibt Geld für den Diktator. Wir wollen das nicht. Diese scheiße Leute, die da drin sind, die machen zu uns ein Scheiße. Die leben gut mit ihren Kindern, mit ihren Enkelkindern. Aber meine Familie, unsere Mutter, was machen die das? Wir lieben das. Die leben Scheiße. Was machen wir hier? Was machen die da? Die feiern, aber unsere Leute sterben in unserem Land. Was machen wir hier? Und was ist die Menschlichkeit in Deutschland? Menschlichkeit ist doch alles gerichtet. Stopp Festival! Festival. Und das wird heute nie gefeiert. Hier, weil es unser Recht ist. Deutschland hat uns angenommen, dass sie uns beschützen wie von einem Diktator. Warum leitet sie jetzt hier einen Diktator? Warum darf er hier feiern? Sie ist enttäuscht von Demokratie. Das ist, wenn so ist eine Demokratie, dann ist das nicht. Ich sehe keinen Unterschied von unserem Diktator hier. Wir haben geflüchtet, weil in Eritrea totalitären System gibt. Aber wie kann das sein, dass Deutschland solche Gruppe erlaubt, dass die feiern hier? Da geht es nicht um Festival, da geht es um andere Sachen. Wir haben auch mehrere Beweise, dass das nicht Festival ist. Wie kann das sein? Ich akzeptiere das nicht, dass Deutschland das erlaubt, sowas zu feiern, weil wohin sollen wir dann gehen? Wir sind geflüchtet, wir haben viele Menschen bezahlt, dass wir hier sind. Und die folgen uns hier. Wohin sollen wir gehen? Mars oder wo? Wo? In andere Planet? Was sollen wir machen? Das ist doch logisch. Das ist keine Festival, keine Kulturfestival oder was sonst. Das ist eine Propaganda von einem Diktator. Die Leute, die sind von ihm abgehauen und die supportieren ihn jetzt. Weil die was verdienen, weil die selbst Diktator sind. Die verkaufen alles hier, weil die sind illegal. Das sind die Sachen, die hier verkauft werden. Niemand weiß, was die sind. In Deutschland gibt es so Bundestag, Bundesrat, sowas. Man kann eine wählen oder man kann eine Vertretung haben. In diesem Land, in Eritrea, geht es. Das ist eine Gruppe, die haben gar nicht sowas. Es gibt keine Gerichte. Zum Beispiel, Minderjährige werden hier ein gutes Leben haben hier. Aber in Eritrea werden die verschleppt. Wissen Sie, was verschleppt ist? Die sind Minderjährige. Verschleppt. Minderjährige, ja, natürlich. Die gehen im Krieg. Egal, ob die 12 Jahre oder so 13 oder 14 ist. Gucken Sie mal, wir haben nicht das. In Eritrea wird normalerweise nicht so. Man wird nicht alt.
gestorben. Man wird durch Krieg immer gestorben. Mein Urvater, mein Vater, egal. Ich habe auch geflüchtet, weil ich nicht sterben möchte. Und das ist unsere, das kämpfen wir auch. Ich habe das geschrieben, ich genieße die Freiheit, weil ich weiß, was Sklave ist. Und ich werde kämpfen für die heute, die im Mond im Sklave sind. Weil das ist Sklave. Man sagt, dass das Diktator ist. Aber das ist totalitäres System. Wir haben nichts. Der gehört alles, das Land. Deswegen wir sind hier. Guck mal, warum die Deutschen flüchten nicht nach Eritrea? Das ist doch Logik. Die haben Freiheit. Wir sind auch dankbar, dass sie hier sind. Aber warum die erlauben sowas? Die haben doch erlebt, Deutschland hat doch erlebt solche Situation. Wir haben doch gar nicht gemacht. Warum sollen wir bitte Angst haben? Die sind auch Menschen, die machen ihren Job, das aber wissen wir. Aber wir haben ja recht. Glauben Sie denn, Sie selbst, wenn das Sie hier leben, in Amerika was passiert, wissen? Sie wissen doch gar nichts. Wenn Sie einmal in Amerika Urlaub machen, das ist doch zu Ihnen. Sie wissen doch nicht, dass die Leute da dort leben. Und wir leben hier. Unsere Familie, wir wissen, wie unsere Familie Schmerzen ist. Aber die Leute, die sind von früher hier hingekommen, vor 20 oder 30, damals mein Land im Krieg war, die sind von dort geschwindet. Und jetzt sagen die, unser Land ist gut. Wie soll das gut sein? Warum sind wir hier? Ich bin 6, 7 Jahre hier. Was mache ich dann? Wenn das mein Land gut ist, warum bin ich denn hier? Warum bin ich nicht in meinem Land? Und die Leute, die haben doch Enkelkind und Kinder hier. Aber wo sind die meine Eltern? Meine Eltern sind in dort, wo das Scheiße läuft. Wo das die. Wer das, die heute hier? Ja, ich bin gegen die Leute, die hier mit ihren Enkelkindern und Kindern und sowas, mit komplett Familie hier leben. Aber sagen die, dass unser Land ist die beste? Wo soll das besser sein? Wenn das dieses Land in Hölle, in Krieg, Hass gegen anderen Länder geht. Wie soll das besser sein? Wie soll das gut gehen? Scheiß Wichser, Mann! Auf den Boden! Runter von dem! Hier, der ist gezielt in mich reingesprungen, hat mich angegriffen. Aber ich bin qualifiziert. Ey, das ist kein Kollege, oder? Sind Sie von der Polizei? Können Sie mal kurz sagen, warum Sie scheiß Wichser gesagt haben? Können Sie mich mal in Ruhe lassen? Nee. Ich bin vor der Polizei, hab den geholfen.